In diesem Video geht es um den Navigator in Lightroom, denn der bietet so einige interessante Hilfestellungen. Ja, was mir bei vielen Leuten aufgefallen ist, die mit Lightroom arbeiten, das ist die Tatsache, dass man hier diesen Navigator oft ausgeblendet hat und den eigentlich gar nicht so wirklich benutzt. Bei mir ist der immer aufgeklappt, denn er bietet so ein paar kleine Hilfestellungen, die ich sehr interessant finde und sehr häufig auch selbst benutze und die möchte ich euch eben jetzt gerne zeigen. Und zwar, wenn wir einfach mal hier auf das Crop-Werkzeug gehen und uns anschauen, was ich hier gemacht habe, ich habe dieses Bild schon ein bisschen zurechtgekroppt. Normalerweise würde das ein bisschen größer aussehen, aber ich werde jetzt einfach noch ein bisschen weiter das Ganze zusammenkroppen hier. Und wir achten mal darauf, was hier oben im Navigator passiert. Dort bekommen wir die finale Crop-Vorschau des Bildes. Das heißt, auch wenn ich jetzt hier noch diesen Rand außenrum habe, der durchaus ein bisschen ablenkt, kann ich hier oben im Navigator jederzeit mir anschauen, wie sieht denn das Bild aus, wenn ich jetzt hier diesen Crop bestätigen würde. Und genauso kann ich das natürlich auch machen, wenn ich hier ein bisschen weiter rumdrehe, zum Beispiel so, dann bekomme ich hier oben eben auch die passende Vorschau geliefert. So, das ist natürlich eine Sache, die ich auch hier in der großen Ansicht mir anzeigen lassen kann. Das geht einfach, indem ich die Taste L für Lights Out drücke und zwar zweimal, dann bekomme ich hier zumindest schon mal alles andere ausgeblendet und habe dann auch diese Vorschau im Großformat. Aber ich finde das hier oben mit dem Navigator eigentlich eine ganz coole Sache. Und der Navigator, der hat auch noch in einem anderen Fall eben eine sehr nette Hilfestellung und zwar beim Weißabgleich. Ich werde jetzt einfach mal hier die Pipette nehmen und fahre hier über das Bild und wenn wir uns diesen Navigator hier oben anschauen, sehen wir, welchen Weißabgleich das Bild denn bekommen würde oder wie würde das Bild aussehen, wenn ich jetzt eben den Weißabgleich hier auf dieser grünen Pflanze zum Beispiel machen würde. Okay, dann wird das magenta. Und wenn ich hier hinten hingehe, dann wird es eher bläulich. Also ich kann mir hier oben direkt die Vorschau anschauen, ohne dass ich eben jetzt hier klicken muss. Und diese Vorschaufunktion, die bekommt ihr auch, wenn ihr hier in eure Vorgaben geht und dort über diverse Presets eben drüber fahrt, dann bekommt ihr dort eben schon diese Vorschau angezeigt. Es macht also wirklich Sinn, diesen Navigator nicht zugeblendet zu lassen oder ausgeblendet zu lassen, sondern sich das Ganze wirklich anzeigen zu lassen und diese Hilfestellungen eben zu nutzen. Ja, wer viel mit Lightroom arbeitet, der will vielleicht auch beim Export ein paar mehr Optionen haben. Dafür gibt es ein zusätzliches Plugin, das heißt LR Mockify 2. Das Video zu diesem Plugin verlinke ich euch jetzt hier in der Endcard. Und außerdem gibt es noch einen Link zum zweiten Teil von Photoshop Lernen von A bis Z. Das Kompletttraining mit über 9 Stunden Videomaterial rund um Photoshop. Auch da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin macht's gut und ciao.